Sie war als Mutter beinahe durch die Fernsehserie Lindenstraße ein Star in Deutschland geworden. Das hätte aber auch anders ausgehen können. Denn ihr Vater hatte ganz andere Berufswünsche für sie. Wenn es nach dem Vater von Marie-Louise Marianne gegangen wäre, wäre die heute 81-Jährige niemals Theater- und Fernsehschauspielerin geworden. Ihr Vater habe diesen Beruf als brotlose Kunst gesehen, sagte Marianne in der NDR-Talkshow in Hamburg. Er wollte, dass sie stattdessen lieber Krankenschwester oder Sekretärin wird. Doch, der Drang war einfach so stark, dass ich alle Hürden übersprungen habe. Marianne wurde als Mutter beinahe in der Fernsehseifenoper Lindenstraße bekannt und stand auch für viele andere Filme und Serien vor der Fernsehkamera und auf der Theaterbühne. Als junge Frau habe sie sich in Hamburg unter anderem als Waschmaschinenvertretung finanziell über Wasser gehalten und andere Menschen davon überzeugt, ihre Wäsche von einer bestimmten Firma waschen zu lassen. Das war eigentlich eine gute Übung als Schauspielerin. Ich musste Menschen überzeugen. Marianne ist kürzlich von Köln nach Hamburg gezogen. Sie freue sich nun besonders über die Alster, in deren Nähe sie nun wohne. Ich gehe da ja immer Schwäne füttern und sitze dann und gucke den Sonnenuntergang an.